680 Euro für sportliches Ehrenamt. Übergabe an den SV Medizin Quedlinburg e.V. Sportliches Engagement ist wichtig. Das zeigte auch ein Termin im Rathaus von Quedlinburg, bei welchem ein Sportverein der Welterbestadt eine Zuwendung bekam. Bei dem Geld handelt es sich übrigens um die Erlöse, die gesammelt wurden, um die Tische für das Bürgerfrühstück zu stellen. Damit wandert Geld vom Ehrenamt zum Ehrenamt. Übergeben wurde der Scheck an die Sportgruppe Frauen nach Krebserkrankung des SV Medizin Quedlinburg e.V. Ja, der Anlass war unser Bürgerfrühstück. Wir haben ja jedes Jahr vor dem Tag des offenen Denkmals am Samstag davor unser Bürgerfrühstück, dies Jahr mit Rekordbeteiligung, und wir sammeln von den Vereinen, die teilnehmen, pro Bierzeltgarnitur 15 Euro ein und haben aber gesagt, das Geld kommt vom Ehrenamt, das Geld soll auch wieder in das Ehrenamt, und wir entscheiden dann in der Verwaltungsleitung, auch in Gesprächen mit den Stadträten, wer soll diese kleine Spende bekommen. Dies Jahr Rekordbeteiligung, 680 Euro, so viel Geld hatten wir noch nie zusammen. Und da haben wir überlegt und sind eigentlich relativ schnell und einig auf die Sportgruppe Frauen nach Krebs gekommen, des SV Medizin, die dieses Jahr genau 30 Jahre sich engagiert, Frauen nach Krebs eine Heimat gibt, wo sie sich aussprechen können, wo sie sich wohlfühlen, wo sie unter Gleichbetroffenen auch sind, wo man sich austauschen kann, das Schicksal, wo man aber auch, und das, darauf kommt es ja an, neuen Lebensmut sammeln kann, wieder seinen Halt in der Gesellschaft sozusagen finden kann. Und wir fanden, dass es eine sehr gute Entscheidung war, die 680 Euro dieses Jahr der Sportgruppe Frauen nach Krebs des SV Medizin zu geben. Gemeinsam erklärten die anwesenden Mitglieder des Vereins, welches sportliche Angebot es bei Ihnen gibt und wie man sich die Vereinsarbeit vorstellen kann. Ansonsten sind wir ein Sportverein, der sich hauptsächlich mit Bewegung an sich beschäftigt. Gerade auch, haben viele ältere Mitglieder, dass diese Mitglieder halt in Bewegung bleiben, machen wir Gymnastik. Das machen wir montags, Dienstag und Donnerstag. Dann gibt es eine Volleyballgruppe und eine Lauf- und Walkinggruppe. Mehr als 80 Mitglieder gibt es im Verein, welche auf 4 Gruppen mit durchschnittlich 20 Mitgliedern aufgeteilt sind. All das konnte der Verein in den letzten 30 Jahren erreichen, denn das langjährige Engagement der Mitglieder sollte besonders mit dem Scheck geehrt werden. Und diese Bemühungen setzen sich fort. Denn auch in Zukunft ist noch Platz für interessierte Mitgliederinnen und Mitglieder. Ja, die können gerne uns besuchen in der Turnhalle der Integrativen Grundschule am Klärs. Wie gesagt, montags, Dienstag, donnerstags turnen wir. Ansonsten gibt es auch unsere Internetseite www.svmedizin-quedlinburg.e.V. Oder man kann ganz einfach auch den Kontakt herstellen via Telefon. Was genau mit dem Geld passieren soll, weiß man jetzt noch nicht. Aber das soll in einer gemeinsamen Vereinssitzung besprochen und entschieden werden. Eins steht jedoch fest: Mit ihrem Engagement bietet die Gruppe ein Auffangbecken für Menschen, die sich trotz einer lebensverändernden Diagnose gerne bewegen wollen.